Ja, moin zusammen und willkommen zurück im Smithsonian Institute. So, wirde Situation hier. Suchen wir mal damit umzugehen. Also, da unten haben wir doch. Okay, was willst du denn? Thomas lässt Sarah nicht gehen, bevor ich die Zeitmaschine aktiviert habe. Okay. So, ich brauche den Druckmesser. Natürlich sehr gerne. So, dann haben wir das. Ich brauche die Ergebnisse der Windmessung. Okay, und nun? Die Maschine müsste jetzt bereit sein. Ich muss nur noch die Energie eines Blitzes aktivieren. Natürlich. Hier unten. Da haben wir die Bastelanleitung. Sehr gut. So, was noch? Ich habe alles außer einem Stück Metall. Naja, gewissermaßen ist ja der Schlüssel Metall. Okay. Ja, zuerst die beiden Stöcke. Okay, na gut, gehen wir es mal an. Also Stock und Stock. Und was dann? Dann die Schnur abschneiden. Ja. Ach halt, warte mal. Du, hä? Moment. Nee, was? Weg. Achso, jetzt die da dran. Und so. Okay, hat funktioniert. Sehr gut. Dann den Schlüssel an die Schnur. Ich muss erst ein Stück abschneiden. Okay. Ich schneide erneut ein Stück ab und binde den Sch Hallo? Binde den Schlüssel. Nicht? Binde nicht den Schlüssel da dran. Der kommt da dran. Jetzt der Schlüssel aber da dran, ne? Nein. Vier. Warte mal, drei, vier, was? Noch ein Stück abschneiden, den Schlüssel mit der Schnur aufziehen. Okay. So. Okay. Aber, was? Was soll ich tun? Zieh den Drachen auf die richtigen Symbole in den Wolken. Beginne mit dem Blitz. Hast du ihn erreicht? Erscheint das neue Symbol auf dem Drachen. Achtung, vermeide die Windböen, die den Weg versperren. Okay, also da auf dem Blitz. So, Moment. Wo ist das? Da nicht. Hier unten. Das war es nicht ganz, ne? Okay. Nee, was jetzt? Hä? Ach so. Die Sache mit den Windböen. Da oben. Oh. Wo ist denn das richtige Symbol? Blitz. Das da oben müsste es sein, ne? Ich komme da gar nicht dran. Hallo? So komme ich da dran. So. Und dann dorthin. Okay. Ach, das war's. Gut. Es hat funktioniert. Die Zeitmaschine ist erfüllt. Aktiviert. Er sagt Quickly nichts now, mehr. hand over the tablet. Nö. Nö. Ich muss mir irgendein Passwort ausdenken. Das wird Thomas nie erraten. Reise durch die Zeit. 1121. Never be afraid, Eli. As long as there is someone in the world who cares about you, fear is the enemy of progress. And knowledge? What is the password? You have entered the wrong code 3 times. No! Oh, Daten werden gelöscht. Oh, das ist aber schade. Knowledge is to be earned, never stolen. Daten gelöscht. Ja, ausgezeichnet. Ja, sehr gut. Hi, geht's dir gut? In immerwährender Liebe E. In Liebe H. Oh. Ach, wie schön. Ach, wie schön. Ja, cool. Ja, das gucken wir uns auch gleich an. Warte mal. Noch nicht, noch nicht. Du hast das Spiel und Extras freigeschaltet. Ja. Ich würde aber erstmal gerne sehen, das finde ich wahrscheinlich auch unter den Extras. Minispiele Wilmebel-Szenen. Okay. Ich nehme mal an, das ist das Zeichen dafür, dass wir alles gefunden haben. Da haben wir es nämlich nicht gesehen. Ist das, stimmt das so? Warte mal, das lass mich mal herausfinden. So, hier gibt es nämlich noch eins. Ja. Okay, welches gibt's hier? Doch, das ist doch genau das, ne? Okay. Ja.
Warte mal, das war der Magnet, das war die Eisenbahn, die steckte irgendwie hier. So, dann der Pinsel und... Ne, das war nicht der Pinsel, das hatten wir. Den Pinsel und das Schwert. Naja. So, aber wo ist das? Beweg dich nicht. Wo ist es? Ah, ich finde es gut, dass wir das nachholen können. Das finde ich irgendwie wichtig. Aber hier bewegt sich doch gar nichts, oder? Seht ihr irgendwas, was sich bewegt? Hier soll es ein Morphing-Objekt geben. Doch wo? Ich sehe nichts. Das da war's? Okay, Chameleon-Doktor. 12 von 16. Oi. Okay, gut. Wir nehmen die anderen Rätsel auch noch mit. Das nicht, das hier. Und die da. Und noch ein Hut. Wo ist der letzte Hut? Hut. Das war's nicht. Sie hat keinen mehr auf. Wo ist der letzte Hut? Da. So, genau, du kommst dahin. Und schließlich hier. Kompasse. Schiffe. Schiff. Und was hattest du nochmal? Ach, das war das. Noch ein Schiff. Und der letzte Kompass ist... der letzte Kompass ist... Hier. Ach, das ist die Kanone, nicht der Kompass. Okay, so, das haben wir auch. Sehr gut. Aha, ja, okay. Gut. Glückwunsch! 252. Ist das wichtig? Ach, das war diese Geschichte mit in unter einer Minute oder so, ne? Ja, nee, vergiss es. Nein, das machen wir nicht. Nein, das ist mir zu blöd. So, mal gucken. Habe ich es denn noch irgendwo? Und die haben wir noch nicht gehabt. Gut, in allen anderen habe ich das Morphing-Objekt erwischt. Das ist sehr gut. Und die kommen noch. Ja. Okay, alles klar. Ich bin beruhigt. Sehr sogar. Bonuskapitel. Da gehen wir jetzt rein. Lass mal gucken. Freizeitschnüffler. Da sehe ich mich. Ja. Spürnase. Ach nee, diesen Stress braucht doch keiner. Du kannst den Schwierigkeitsgrad ändern. Ja, das macht aber nichts. So, was gibt's noch an der Geschichte? Das Glitzern weist auf eine Wimmelbiss-Szene hin. Das habe ich mir gedacht. I miss Sarah. It's hard to go on after such a loss. I remember when Helen lost Sally. She tried to bury herself in her work. The great scientist became more reserved. But I knew she was hiding something. Oh. Knowing Helen, that secret research might be my way to get back to Sarah. Ooh. That's finally, not good. Hope took that dangerous contraption out of here. There's no question about its future. The junk heap. Okay, yeah, gut. In just a few hours, we'll have all of Helen's records. After that, well, that's classified. Okay, wenn Sie Helens Aufzeichnung mitnehmen, werde ich Sarah niemals wiedersehen. Ich muss mir dringend etwas anfallen lassen. Ah, weiß ich nicht, ist das nicht ein bisschen übertrieben? Weiß ich nicht. Den nehmen wir auf jeden Fall auch nochmal mit. So, seine Obsession für sie, weiß ich nicht. Okay, gut. Erstmal gucken. Ich habe mich schon gefragt, was Thomas und Margaret nach den Vorfällen passiert ist. Das klingt logisch. Margaret, Thomas Beaumont wurde offiziell aus der Help-Organisation entlassen. Gut. Wir freuen uns, Ihnen mitteilen zu dürfen, dass Sie damit zum ranghöchsten Offizier befördert worden werden. Wir möchten Sie damit... Ihr außergewöhnliches... Okay, ist das gut? Ich bin nicht sicher, aber ich nehme den Flaschenöffner mit. Hier braucht es noch einen Stern. Okay. Dann war doch auch noch was. Hier braucht es das Wappen. Natürlich, sehr gerne. Sonst noch was? Ja, nee. Es ist schon schön hier, ne? Diese Treppe hier, die finde ich total klasse. Na gut, aber weiter. So, was haben wir denn hier? Ich bin sicher, hier liegen eine Menge brauchbarer Dinge. Wie zum Beispiel das da. Sehr gut, 35, yeah. Wir kommen langsam näher. So, das nehme ich mit. Das Verbindungsglied, was kann ich hiermit machen? Ein Hebel der Druckerpresse fehlt. Ich muss ihn ersetzen. Tja,
Das ist jetzt blöd. Was haben wir da? Hier fehlt ein einziger, außerdem fehlen Stücke. Tja, naja. Ja, ist wohl so. Ja. Okay, sonst noch was? Da unten. Hier fehlt eine Harfe. Das nehme ich mit. Eine Wandleuchte. Und hier fehlt doch auch noch so ein... Okay, nee, den brauchen wir aber nicht. Da nehme ich nichts mit. Da brauchen wir nur den Knauf. Habe ich etwas, was man als Griff verwenden kann? Boah, ja, nee. Vielleicht ein Korkenzieher oder so. Hm. Aber hier geht es noch weiter, ne? Bis auf weiteres geschlossen. Help in Aktion. Auf einem Holzschild eingraviert. Schön. Ah, sieh an, was wir da haben. Hier fehlt etwas. Natürlich fehlt da was. Da fehlt sogar eine ganze Menge. Pinzette. Okay, kann ich das damit... Nee, kann ich nicht darunter ergreifen, ne? Da auch nichts, da auch nichts. Okay, gehen wir erstmal weiter. Ja, bringt mich nicht weiter, ne? Nein, bringt mich nicht weiter. Bibliotheksgalerie. Ich könnte Stunden mit all diesen Büchern verbringen. Oh ja, allerdings. Aber warte, wir brauchen erst wieder das Dingelchen. Wo ist es? Wo ist es? Oh, ich sehe tatsächlich mal das Dingelchen nicht. Na schön. Hier, und was haben wir hier für Sachen? Da ist ein Pin, nein, eine Schraube. Die wir aber nicht herausdrehen können. Na, vielleicht mit der Pinzette? Nein. Nein, okay, wird nichts. Wo ist denn das Dingelchen? Hier, das da. Wo ist denn das? Das nehmen wir mit. Ich sehe es nicht. Da oben ist noch was. Ja, ich komme gleich zu dir. Ich möchte erst das Dingelchen finden. Da. Okay, hab's. Gut. So, hier, ein Zettel. Eine Nachricht, die war sicherlich an einen Help-Agenten gerichtet. Ein Teil von Helens Forschungsunterlagen soll in den Westflügel versteckt sein. Findet sie! Margaret. Okay, na gut, meins. Der Rahmen ist nicht vollständig. Ich habe eine Menge Stuff gesammelt, aber noch nichts, was dafür... Halt, da ist doch noch was. Vielleicht ist die fehlende Wandleuchte der Schlüssel zu diesem geheimen Fach. Im wahrsten Sinne des Wortes. Und da kommt jetzt das Kettenglied dran. Sehr gut. Okay, wunderbar. Aha. Hier wird gewimmelt. Da hat die Guteste also Sachen versteckt. Das ist eine interaktive Wimmelbildszene. Finde Objekte, die den Umrissen am unteren Bildschirmrand entsprechen. Okay, sehr gerne. Also verschiedene A's, verschiedene Wagen. Warte mal, hier ist ein Morphing-Objekt. Hier. So, jawohl, das passiert mir nicht nochmal. So, also, Waage. Das zählt auch als Waage. Da ist noch ein A. Das ist vielleicht nichts. Das ist auch eine Waage. Was haben wir denn noch? Sonne und was immer das da ist. Wird vielleicht noch freigeschaltet. Waage. Was ist das denn? Da ist auch noch ein A dran. Okay. Streng genommen zählt das hier als auch als A. Naja, gut. Wohl nicht. Was ist denn mit Omega? Nee, ein A muss ich noch finden und dann wird das möglicherweise freigeschaltet. Okay, also ein A. Hier, sieh an. Verwende diesen Gegenstand, um einen weiteren Kreis zugänglich zu machen. Okay, sehr gerne. Okay, jawohl. Stifte, Würfel, Angelhaken. Nee, das ist kein Stifte, Figur, Angelhaken. Was mache ich denn hiermit? Ich kann nicht erkennen, was hier steht. Stifte, Figur, Angelhaken. So. Aber ich habe die 4 von 5. Ah, ich brauche noch die Waage. Ah, okay, verstanden. Ja, ist gut. Das ist ein Sextant. Na, nee. Quatsch. Stifte. Stifte, Pfeil, Angelhaken.
Wo ist der? Da sind die Stifte. Wo ist denn die letzte Waage? Ist das ein... Nee, das ist keine Waage. Wo ist sie denn, das da? Nein, das ist keine Waage. Ich brauche nur noch den Angelhaken. Und halt eben die Waage. Moment, Waage? Oh, das Sternzeichen. Oh, ja, alles klar. Was steht hier? Mond, Mars, Band, Feder. Okay. Mond, Mars, Band, Feder. Das Maßband, Pfeife, Maßband, Schildkröte. Schildkröte, Pfeife, Tüdelü, Pfeife, Maßband, das ist kein Maßband. Das da? Nee. Maßband, Pfeife, was ist hier? Ah, da liegt die Pfeife dahinter, okay. So, Maßband und Angelhaken. Das ist kein Angelhaken, Baby. Das war eine Piratenhand. Na gut. Naja. Nehme ich mal so hin. Maßband. Naja, auch nicht. Ah, da drunter liegt es. Okay. Und wir sollen noch dieses Dingelchen finden. Da haben wir es. Okay. Was ist das jetzt? Glückwunsch gefunden. Ein Spruchbanner. Okay, ein 3D-Spruchbanner. Banner, sehr schön. Da kommen wir nicht ran. Bin gespannt, welche Bücher ich hier in der Zukunft finde. Nun, ich kann dir schon mal versichern, auch in unserer Zeit werden die alten Bücher noch immer sehr, sehr wertgeschätzt. Sehr sogar. Okay, gut. Womit kommen wir da zu Rande? Hier nicht, da nicht. Trittleiter. Irgendwo, wo ich rankommen müsste. War das nicht hier? Nee, nicht so wirklich, ne? Nee. Okay, Pipette. Und der Federschmuck. Hier fehlt etwas. Was immer es auch sein mag. Das ist es jedenfalls nicht. Da könnte ich auch noch rankommen. Ah, naja. Nee, haben wir beides nicht. Nee, haben wir beides nicht. Okay, da fehlt das. Naja. Kann ich hier irgendwas reißen? Nee. So. Nein, auch nicht. Mit der Pipe. Nein, ich kann nicht dran. Es hilft nichts, es lässt sich nicht wegdiskutieren. So, hier alt. Da oben, was habe ich übersehen? Da unten, da komme ich nur wieder dort ran. Hier komme ich gar nicht dran. Okay, hier ist es offensichtlich nicht. Alt, da komme ich nur wieder an den Adler heran. Das, den haben wir noch nicht. Es ist nur der Adler, ne? Ich komme da nicht höher. Und hier braucht es eben jenen Stern. Keine Frage, was hier hingehört. Nein, keine Frage. Haben wir aber nicht. Hä? Okay. Was soll denn daran kommen? Hier brauche ich die Schraube. Was aber damit nicht funktioniert. Das geht? Hä? Habe ich das nicht eben schon mal ausprobiert? Merkwürdig. Gut. Sonst noch was? Da. Und hier fehlen halt eben die Teile. Ich nehme an, hier diese Eckstücke, ne? Da oben ist da noch was? Warte mal. Aha. Kartenstück. 1 von 2. Sehr gut. Nichtsdestotrotz, der Rahmen ist nicht vollständig. Ja. Kann ich jetzt auch nichts dran ändern. Gut, was noch? Weiter komme ich nicht. 1 von 2. Da unten hat was geleuchtet. Das war eben nur aus dem Effekt, ne? Ah, hier, guck mal. Da haben wir das andere Kartenstück. Sehr gut. Ich brauche ein Hilfsmittel. Was schwebt dir vor? Nein?
Nein? Nein. Hä? Was passt denn da mal rein? Gar nichts passt da rein. Tja. Nein. Okay. Die Karte. Wir sollten hier erstmal weitermachen, ne? Wir kommen schon drauf. So, jetzt muss ich die Einzelteile nur noch richtig zusammensetzen. Info, setze die Karte richtig zusammen, indem du die Einzelteile vertauscht. Sehr gerne. Okay, ich würde erstmal hier mitgehen. So, nicht nur, weil das zusammenpasst, sondern wegen Ecke und so. Du stehst doch meistens unten rechts oder unten links. Moment, leuchten die Teile auf, wenn sie richtig eingesetzt sind? Nein, tun sie nicht. Du könntest auch nach oben kommen. Ah, warte mal, hieran können wir uns orientieren. Das ist gut. Was ist denn hier? Da ist gar nichts. Okay. Also könntest du dorthin kommen. Dich würde ich trotzdem unten in die Ecke setzen. Du kommst dahin. Und hier ist noch ein Stück davon. Warte mal, du könntest hier hinkommen. Du dann dorthin. Noch ein Stück grün. Hier, du dahin. Ja, sieht gut aus. Hier oben, du vielleicht dahin. Ja, könnte funktionieren. Okay, ihr passt auch zusammen. Das ist super. Dich setze ich hier hin. Und dann kommst du dahin. Nee, nicht ganz, ne? Vielleicht. Doch, vielleicht eher so. Ja, das sieht besser aus. Gut, okay. Und dich dann noch dorthin? Wunderbar. Und jetzt zu den Monumenten. Okay. Du dahin. Du dorthin. Zum Glück lässt sich das anhand der Umrisse erkennen, ne? Also, sonst hätte ich hier echt schlechte Karten. Dahin. Und du dorthin. Und du dahin. So. Aha. Wunderbar. Irgendwas gibt es an dem Schild aber noch zu machen. Hier fehlt ein Banner. Okay. Ja, na dann. Was stand da? Eplumbus? Weiß ich nicht. Oh, Moment, halt. Kommen wir mit der Schraube hier ran? Nee, das geht nicht. Okay. Oh, Moment, halt. Aber die Schraube? Entschuldigung, dass ich da so oft hin und her flippe. Da passt die rein. So, sieh an. Das haben wir. Und noch ein Leckerchen. Oh, nein, kein Leckerchen. Na gut. So, hier. Das Adlerwappen. Okay. Galerie der amerikanischen Geschichte. Sehr gerne. Helen Connor's secret research diary is reportedly hidden inside this bust. But how do we break into it? That's a tough one. Let's have a look around. Sie haben sich nicht bemerkt. Mich nicht. Mich haben sie nicht bemerkt. Ich muss das Tagebuch sichern, ehe sie es schnappen. Öffne die Büste. Natürlich. Wir nehmen erstmal das Ding damit. Jawohl. So, was ist denn mit der Büste hier? Die Pläne sind in dieser Büste versteckt. Das nehmen wir mit. Das haben die nicht gesehen. Ein goldener Knopf fehlt. Tja. Was hat denn Mr. Washington da zu tun? Oh, warte mal. So. Das ist zwar ein bisschen Klischee, aber hey. Gut. Hier liegt auch noch ein Stück. Und was ist da drin? Oh nein, das ist nicht. Das ist ein bisschen heiß. Ich konnte es nicht anfassen. Und ich habe nichts zum Begrabbeln. Da komme ich nur zu dem Westen zurück. Ich komme nicht an das Geweih. Mist. Jetzt komme ich an das Geweih. Das nehme ich nicht mit. Das nehme ich mit. Was ist das? Gehstockgriff. Okay. Wären die nicht misstrauisch, wenn die hier plötzlich eine Leiter sehen? Westflügelgalerie. Diesen Raum habe ich schon immer geliebt. Okay. Das nehmen wir mit. Jawohl, was haben wir denn hier? Unter dem Kissen ist etwas. Wie kann ich die Klappe öffnen? Mit einer Münze. Mit der Oberseite des Gehstockgriffs. Rahmenstücke. Sehr gut. Hier ist auch noch etwas. Das habe ich aber noch nicht dabei. Erinnert mich irgendwie an antike Olympioniken. Was hast du denn da in der Hand? Pipette?
Sehr gut. Man weiß nie, was das ist. Und die Rahmenstücke am Start. Schwerter, wo könnten sie sein? Weiß ich nicht. Da drüben. Irgendwas ist hinter dem... Wasser. Eimer Wasser. Okay. Mehr haben wir gerade nicht, ne? Ich sollte mal nachsehen, wo war denn noch das Bild? War das nicht oben? Das hier? Ist das hier gemeint? Das hier ist gemeint. Okay, was soll ich tun? Ordne die Rahmenstücke so an, dass sie ein durchgängiges Muster... dass ein durchgängiges Muster entsteht. Vielleicht so. Und du... Nee, und mal, da oben ist auch noch grün. Also hier sollte alles grüne sein, ne? Rot muss da oben sein. Dann nehme ich den mal da weg. Und hier haben wir auch noch ein grün. So. Also, dann könnte es doch sein, dass das hier hinkommt. Dass da... Nee. Sehe ich nicht. Ach doch, doch, ist richtig. Es lässt sich gar nicht mehr bewegen. Das ist fertig. Okay, cool. So, gelb soll auf der Seite sein. Hier brauchen wir alles Blaue. So. Wie, das ist damit auch schon fertig? Ist ja verrückt. So, und dahin? Die roten kann ich noch vertauschen. Wahrscheinlich ähnlich wie unten, ne? Das heißt, die beiden müssen nur getauscht werden. Ja, und damit ist das auch schon fertig. Okay, dich würde ich nach unten setzen. Dich dorthin. Oh, das war's. Okay. Ja, vielen Dank. Gut, haben wir denn noch etwas hier? Haben wir nicht. Wunderbar. Die Schwerter. Hier komme ich noch hin. Ich weiß nicht, was ich da einsetzen soll. Na, keine Ahnung. Nee. Okay. Ich gehe mal wieder in die Galerie. Nein, genauer gesagt, gehe ich da hinten hin. Hier. Du kommst dahin. Okay, vielen Dank. Vielen Dank auch. Das heißt, zu den Olympioniken... Halt, doch, da war noch was. Ah, ja, haben wir aber nicht am Start. Mit der Münze komme ich vielleicht in dem Büro weiter, ne? Oder ist das die? Das ist die hier. Okay, öffne die Büste. Können wir sie auch wieder schließen? Als Sally verschwunden ist, haben sie die Zeitmaschine demontiert. Aber nichts konnte mich von meiner Tochter fernhalten. Nicht einmal die Zeit. Oh. Ich habe heimlich angefangen, an einer zweiten Zeitmaschine zu arbeiten. Diesmal eine, die nicht mit einem Blitz aktiviert wird. Oh. Doch ausgerechnet, als ich sie zum ersten Mal ausprobieren wollte, bat mich Thomas um Hilfe. Ich habe sie im Ostflügel zurückgelassen. Ich hoffe, da ist sie sicher. Ich muss zum Ostflügel. Und zwar ganz schnell. Kommen wir hier ran? Wasser. Wir kommen. Sehr gut. Okay. Es wird hier jetzt zwar unangenehm kühl, aber hey. Wir sind auf einer Mission. So. Da. Cool. Okay, das haben wir alles. Haben wir alles, haben wir alles. Wir müssen jetzt hier weiterkommen, ne? Oh oh. Da ist jemand. Ich riskiere es trotzdem. Ich muss die Zeitmaschine dringend finden. Kommen wir mit dem Haken hier weiter. Jupp, läuft. Nehme ich alles mit. Vielen Dank. 3 von 3. Stan. Die Hafe haben wir noch nicht gefunden. Tja, nun. Irgendwas wird es hier aber geben. Guck mal, der kommt dahin. Muss hier noch was rein? Hier fehlt etwas. Ah, okay. So. Wer ist hier? Modellzimmer. Glück gehabt. Niemand hier. Und wo ist jetzt die Zeitmaschine versteckt? Keine Ahnung, aber das nehmen wir erstmal mit. Jäger und Sammler. Jawohl. Und hier wird nochmal gewimmeltöst. Boomerang, Streich, Sternhöhenmesser, Schaufel, Elefant, Hut, Fächer. Hut, Fächer, Schaufel. Was ist denn ein Sternhöhenmesser? Das da? Tatsächlich. Elefant, Blasebalg, Schmetterling. Und der Boomerang. Schmetterling. Halt, hier gibt es noch einen. Veränder mich nicht.
Nee, knapp daneben. Das macht nichts. Ich will erst das Veränder mich haben. Wo ist das Veränder mich? Das Morphing-Objekt. Mach das mal weg. Gut. Hat sich das da gerade... Nee. Das Bild? Nicht. Hier, da. Okay, alles klar. 14 von 16. Hey, cool. Also, der Schmetterling. Du kommst bestimmt da dran. Jawohl. So. Der Schmetterling. Da oben habe ich noch irgendwas gesehen. Der Schmetterling ist... Da war doch eben was. Ach, das Gewicht kommt da drauf. Gut. Okay, Zitrone. Und was haben wir da? Die Halskette. Und der Schmetterling ist ziemlich genau hier. Jawohl. Juhu. Okay. Was bekommen wir mit? Gefunden. Eine Schaufel. Na dann. Hier fehlen schon wieder Teile, ne? Ich weiß jetzt, wo ich hin muss. Wir haben Helens Zeitmaschine gefunden. Sie wurde in ihre Einzelteile zerlegt und für den Transport verpackt. Sie befindet sich im runden Zimmer. Alle Einzelteile sind da, außer die Datumsanzeige. Die benötigen wir noch. Ein wunderbares Modell des Smithsonian. Leider ist es nicht komplett. Ja, können wir jetzt auch nichts dran ändern. Da geht's zu ihrem Labor. Was haben wir dort? Dir fehlt irgendwie ein Bogen. Ja, genau. Und hier... Oh nein, sie haben das Schloss ersetzt. Oh, das ist blöd. Habe ich nicht dabei. Wer bist du denn? Wenn das nicht Amor ist, haben wir alles nicht am Start. Na gut, dann sehen wir uns nachher... beim nächsten Mal gleich. Dann sehen wir uns gleich dort hinten in ihrem Zimmer rum. Also, macht's gut. Bis gleich. Tschüss.